So, jetzt sind wir bei der Schweiz gegen. Oh nein, Lars. Leckerbergs Isländer müssen jetzt gegen die Schweiz etwas tun. Die liegen nun auswärts 2:0-4 hinten. Markierst du damit mit Gudmundsen zwei weitere Tore und schaffst du dessen Dreierback das Remis für England? Für Island. England. Wäre schön England. So. Ja, das würde ich auch mal Profi-Modus spielen. Weil, wie gesagt, ist besser so. So. Und ein Schuss, ein Tor. Die Isländer. Oh, wie ist das schön. Island. So. Hier, Spiel, 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 Spiel. So. Nein. Was war das überhaupt? Wo spielt der überhaupt? Ah ja, okay. Warte mal. Gudmundsen oder Gudjohnsen? Gudmundsen, okay. Ich dachte Gudjohnsen. So. Gut. Jawohl. Aber ich muss mal einen Pro machen, ne? Scheiße. Hier, Spiel. Schön. Alter, was ist das denn? Ich will das Eckentor machen. So. Gut, hier. Hier mit dem Ball, hier mit dem Ball, hier mit dem Ball. Hier, gib her. So. Gut. Aber Alter, was machst du da? Oh, ey, der Gut Johnson, ey. Wer ihn nicht kennt, der hat mal bei Barcelona gespielt. Ja. Was ist das denn für eine Enttäuschnecke? So. Hier, Spiel. Jawohl, sehr schön. Alter, warum? Warum gibt er den Ball ab? Warum? Warum? Ich hasse diese Scheiße da. Warum der immer den Ball abgeben muss? Ich verstehe das nicht. Ja, komm. Immerhin hat er ein Tor gemacht. Komm. Scheiß drauf. Aber euch ist schon klar, dass es ein zentraler Mittelfeldspieler ist. Mit Gut Johnson hätte ich es. Ja, okay, hätte ich es auch noch gemacht, aber. Nicht mit so einem Spieler, ey. Ne, und ich bleib auch vorne stehen, weil. Ich soll jetzt halt durchschießen, dann bleib ich auch vorne stehen, ne? Aber so, das war ein misslungener Befreiungsschlag. So, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, und nach vorne, ey, was soll das denn? Sehr schön. Jetzt auf. Ja. So. Gut. So, jawohl. Grauenhaft. 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 Glück gehabt. So. Hey. Gut, Johnson, gib der. Danke.
Warum muss ich das überhaupt mit einem Mittelfeldspieler machen? Warum nicht mit einem Stürmer? Ist zwar beschissen, da unten nach vorne zu stehen, aber... Ja, Spiel. Ey, warum spielst du nicht und bleibst einfach dumm stehen? Ist mal ehrlich. Alter, jetzt gib den Ball ab. So geht das. Ey. Schlechter kann man die auch nicht spielen, ne? So. Ja, packen. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Ey, ich könnte doch mich eigentlich verarschen, oder? Ich spiele einen steilen Pass, ja, und dann natürlich. Jetzt hol den Ball. Ja, zwei Tore. Zwei Tore, ihr seid doch dumm im Kopf, ey. Jetzt öffne ich. Aufgabe. Jetzt komm. So. Nein! Gib den Ball her. Was soll man auch machen, wenn mich jeder Scheißspieler nervt? Also nicht persönlich nehmen, ist jetzt nur hier FIFA gemeint. Also manchmal kann ich wieder, ja, Spieler scheiß und so, ne? Ein Moment kurz. So, jetzt komm schon. Tunnel. So. Grauenhafter kann man doch keinen Ball spielen, oder? Banetta. Alter! Was machst du da? Bleibst ja wie ein Behinderter stehen. Ich renne doch extra noch zurück, um den Ball noch zu kriegen. Nein. Jetzt Banetta. Komm, mach einfach das Tor. Mach einfach das Tor, bitte. Ja, genau, köpft man noch genau in den Gegenspieler. Ey, das ist doch bescheuert. So. Nein. Sehr schön. So. Hier. Wohin damit? Also, wenn mir jemand erzählen will, dass er zu mir kommt, der weiß nicht, was er da gesehen hat. Man sieht ja schon, was soll ich da machen? Guck mal, selbst im Halbprofi geht das nicht. Und im Halbprofi kriegt man normalerweise alles hin. So. Spiel doch! Spiel den Scheißball zu mir! Ist da nicht wahr. Das ist nicht wahr. Hier, spiel kurz. Zu wem? Zu einem Gegenspieler? Ist das dein fucking Ernst? Entschuldigung, dass ich gerade fucking gesagt habe. So. Da ist man echt fassungslos. Ja, komm. Mach das Tor. Mach das. Was machst du da?
Also steht auch vor. Ja, egal. Also auf jeden Fall ein Scheißspiel. Tja, mehr kann man nicht sagen. So. Also diese BI Pro Sache, die ärgert mich so einfach so. Ah, jetzt kriegen wir mal Punkte, ne? Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Na gut, auf jeden Fall. Oh, wieder, ey. Was ist das denn? Wie oft denn noch BI Pro? Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Ich hasse das. Portland liegt 1 zu 2. Portugal liegt 1 zu 2 zurück. Aber heute kann Cristiano Ronaldo Geschichte mit seinem Dreierpack gegen Nordirland kann er die Bestmarke von Eusebio knacken und der zweitbeste Torjäger Portugal aller Zeiten werden. Schaffst du es auch? 3 Tore. Machen wir mal Profi. Mit Cristiano Ronaldo könnte es eigentlich kein Problem werden. Eigentlich. So. Warum muss ich, darf ich nicht mit ihm schießen? Ne, das ist so. Welchen Rätsel? Wo spielt überhaupt Ronaldo? Muss man kurz gucken. So, wo spielt er denn? Wo spielt er denn? Stürmer. Gut. Das ist schon mal was Positives. So. Auf geht's. Ja, jetzt kommt Eckball. Oder sogar noch gelb, ey. Was ist das denn für eine schlimme Sache? So. Gut, hier. Ronaldo. Da ist er ja. Cristiano Ronaldo. Man schießt den Ball nach vorne, ey. Mach nicht so eine Theater. Ja, hau ab. Das ist doch beschissen, wenn jeder beschissene... Hm? Freistoß? Oh, warum hast du so eine Foul, ey? Jetzt rennen. Hol ihn euch. Ja, komm, Pepe. Machen wir es mal richtiges, vernünftiges und keine dumme Aktion. Schön. Dass ich mal mit Ronaldo wieder mal spielen muss. So, und jetzt. Oh, schön. Ah. Meine Güte. So, jetzt hol den. Ja, schön. So, Ronaldo. Habe ich nicht schon mal gesagt, dass ich diesen Modus liebe? Also nicht die Geschichte, also diesen BI Pro Modus. Die Geschichte ist ja ganz geil eigentlich so, ne? Dieser Modus, dass es überhaupt sowas gibt, aber... So, jawohl. Ey, das ist doch nicht wahr. Treffe ich den Ball noch nicht mal. Ey. Den muss man machen. Den muss man einfach machen. Da hat es mit links und rechts nichts zu tun, weil er ist beidfüßig gut. Natürlich mit dem rechteren besser, aber... Er ist gut. Was? Guck mal, die stehen da nur rum. Die stehen da nur rum. Schön, Patrizio. So. Alter. So, jetzt hier, Spiel. Und... Ich lerne ja alles. Jawoll! Ein Zufallsding. Oh Gott. Hol den Ball. Sehr schön. Gut. Nächstes Tor. Komm. Wir wollen einen Rekord von Eusebio. Ich weiß nicht, wie der genau hieß, aber der ist ja letztens gestorben.
Ein ganz großer Fußballer. Also ich habe nicht, also ich kenne den Namen, klar, aber wirklich viel von ihm gesehen habe ich nicht. Er ist ein großer Name in Portugal, auch weltweit, würde ich mal sagen. Klar ist er weltweit ein Name. Natürlich ist er. Wie der rennt, ne? Eckball, Eckball. Sehr schön. Hier rein. Ich bin kopfballstark. Aber dann da den Keeper! Ey, was ist das für eine Scheiße? Du kannst nicht in den Keeper reinspielen. So, Pepe. Ja, das war dumm, ne? So. Komm, mach. So, jetzt komm. Ja, Freistoß. Darf ich den schießen? Oh Mann. Oh, wie der steht, ey. Ich lach mich nur kaputt. Und den mache ich nicht rein. Nee. Oder? Hä? Warum geht der denn dahin? Warum geht der dahin? Ich habe ihn links gezielt. Aber warum? Ich dachte, der geht so krass vorbei. Und warum klaust du mir den Ball, du Trottel? Was soll das denn? Oh ja, faul. Pass auf, dass Pepe nicht ausrastet, ne? So, hier. Spiel hier. Naja. Der Rekord haben wir es nicht gepackt. Den werde ich im Nachhinein natürlich packen. Mit 2 Toren Vorsprung. Oh, ja. Ja. Ja, das kann man packen. So.